Herzlich willkommen zur 26. Folge. Hallo. Hallo. Also. So, das heißt also, wir müssen jetzt eh erstmal eine Runde tauchen. Im besten Fall ohne dem Hai zu begegnen, aber ja. So viel zum Hai. Also hier sehe ich nichts wirklich Interessantes. Nein, wir müssten halt im Optimalfall den Kugelfisch finden, aber ich habe kein Plan, ob man den hätte vorher schon auf irgendeiner Insel suchen hätte müssen. Gehe ich mal Oder ob man nicht. den jetzt im Nachhinein hier findet. Oh, hier ist noch irgendwas drin. Hallo, könnten Sie mich bitte nicht anknabbern, Herr Hai? Also hier vorne kommt zumindest normales Wassergebiet wie auf den anderen Inseln immer. Ja, direkt hinter dir. Boah, aber mit massenhaft an Seetang, ne? Ja, aber wir brauchen ja Kugelfisch für das Pulver. Ich weiß jetzt ja nicht, ob du schon eingesehen hast, aber ich bisher noch nicht. Hier vorne ist auch noch ein Stück Ding, was ich zumindest persönlich gesehen noch nicht gesehen habe an der Insel. So nah am Wasser war ich zumindest noch nicht irgendwo drauf. Ah, ich renne mal schnell rüber. Stein und Bolzen. Hier ist ein Kugelfisch, einer. Wo ist hier? Das ist die Frage, wo ist Felix? Hinten im Wasser, aber Felix hat den Kugelfisch ein bisschen gefressen. Die Frage ist jetzt, wenn der sich hochjagt, kriegt man das Zeug irgendwie eingesammelt oder muss man das Viech wirklich töten? Ich weiß halt nicht, wie Kugelfische funktionieren, das ist das Problem. Ja, ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist das wie mit den anderen Geschichten da mit den Vögeln und sowas, dass die wirklich töten musst. Ach du Shit, ey. Also der Teil hier hinten. Doch, hier waren wir schon. Oder? Die Türen sind wieder zu. Nee, hier waren wir noch nicht. Schrott. Man soll Kugelfische im besten Fall genauso jagen wie die fucking Vögel. Also die Vögel, die hier über der Insel rumfliegen. Mit dem Bogen. Damit du außerhalb von deren Angriffsreichweite die angreifen kannst und halt tötest, bevor sie dich angreifen. Bei der kleinen separaten Insel, die da hinten war, wo wir vorhin noch drauf waren, da ist auf jeden Fall ein Kugelfisch gerade im Wasser. Ja, aber
Problem ist, Alter, ich sehe gar nichts. Keine Sorge, ich auch nicht. Aber der Vogel, der kommt ja, wenn du ihn einmal getötet hast, der kommt ja wieder, ne? Nein, der Vogel ist, glaube ich, nur ein Einmal-Ding, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wo ist der Vogel? Also Kugelfische wirst du ja auf jeden Fall im Wasser finden, wenn du es richtig anstellst. Da kommt der Vogel. Oh, der trifft aber auch ziemlich gut, der Sotzack. Aber der wird sich mit Sicherheit vermutlich nicht hochheilen wieder, hoffentlich. Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon zwei Hits gegeben. Ich stelle mich immer so unter die noch ein Hit. Sieht man das, wenn er hier irgendwie abstürzt? Denke schon. Ach, da ist er. Oh, Scheiße. Muss halt nur aufpassen, wo der hinfliegt, damit man weiß, ah, da wurde sich ein Stein. Okay. Das war, glaube ich, kein Hit. Ich weiß es nicht. Da ist er jetzt irgendwo hingeflogen. Okay, jetzt habe ich ihn nicht mehr gesehen. Da fliege ich da. Der Vogel ist tot. Das habe ich gemerkt. Aber es waren hier zwei, oder nicht? Problem an der ganzen Geschichte ist, Sind wir von den Problemen, die wir haben, sogar nicht identisch mal. was soll ich am besten rausschmeißen? Seetang? Ja, Steine brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Steine und Seetang sind beides aktuell relativ unwichtig. Also ich sehe keinen Vogel mehr. Das wäre schon mal gut, ja. Wie viele Pfeile hast du noch übrig? 14. Damit sollte man ja locker ein Vieh gekillt bekommen von den Kugelfischen. Obwohl, da hinten könnte es noch sein. Wo war jetzt der Kugelfisch? Also, wo ich welche gesehen habe, war hauptsächlich bei der einen kleinen Insel, die abgelegen war, wo wir vorhin schon drauf waren. Ich, das, die war hinter die war auf der Seite, ne? Die Da war auf der ist sie. komplett entgegengesetzten Seite, wie wir bisher waren.
Hier hinten laufen noch Schweine rum. Bist du da in der Nähe von dem? Nicht mehr, aber ich kann schnell hingehen. Ich muss jetzt mal. Das war da, wo der Karawan so halb durchgebrochen ist und da ins Wasser hängt, ne? Ja. Glaube schon. Das war das, wo zumindest wo wir über den Kameramann raufgeklettert sind. Okay, dann bin ich ja hier richtig. Zumindest war vorhin hier ein Kugelfisch im Wasser. Da Der ist ist immer Kuh. noch. Das ist doch der hier hinten, ne? Das gelbe Viech, ja. Das ist einer von denen. Hinter dir ist einer. Bei dem schönsten gerade. Den solltest du ein bisschen ausweichen, der macht gleich Bumm. Ach. Ey, ganz schön viel Schuss aus, aber du hast ihn gekillt. Hinterher kommt noch einer vor sich. Aua. Warte mal, bis das Gift da weg ist, ne? Okay, das heißt, wir haben den Kugelfisch und wir haben das Viech da kaputt gemacht. Ja, jetzt bist, ich habe einen explosiven Schleim auch schon im Inventar. Ich habe die drei Metallpfeile auch wieder bekommen. Und wir haben Kuh, ich habe, guck mal, was ich doch Tolles hab. Kugelfischkopf. Wir haben jetzt die drei Pfeile. Wie hast du den aufgesetzt? Indem du Tab drückst, dann hast du unten fünf Slots, einer ist für den Rucksack und die restlichen kannst du gefühlt für den Rest Kleidung. Wenn ich Tab drücke, komme ich in mein Dings. In das Crafting-Menü, ja. Und da hast du das Inventar und unten hast du fünf Slots unten drunter. Okay. Oh, sexy, sexy. Alles da. Das heißt, wir gehen jetzt einmal mit. Im besten Fall wäre übrigens noch gut, wenn wir noch einen zweiten Kugelfisch bekommen. Wegen Forschungstisch und eventuell sogar noch einen dritten wegen Munition craften. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Hinten war noch einer, glaube ich. Sind, glaube ich, noch ein paar mehr an den Stellen. Muss halt nur gucken, wie tief du das Wasser musst dafür. Aber warte mal, komm nochmal zurück zur Insel. Ja. Was ist denn das hier unten? Da ist irgendeine Leitung, wenn du da an der Stelle bist, an der ich denke, die irgendwo hinführt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch bei weitem zu wenig Luft, um da hinzukommen. Bist denn du jetzt? Bin hier unten an den Luftblasen, die hier rauskommen. Ah, okay. Bei den Luftblasen hier unten kannst du Luft holen. So, da bist du gerade, ja. Da müssen wir auch später noch hin. Und hier ist auch noch ein Kugelfisch. Oh, ich sollte mal schnell Luft holen. Da ist auch noch ein Kugelfisch rechts neben dir. Ja, ich muss ja mal ganz viel Luft holen. Das ist aber der Grund, warum die meinen, dass man für das ganze Zeug hier im besten Fall vermutlich Taucherflossen und eine Taucherflasche mitnehmen sollte. Oh Scheiße, jetzt geht's auf. Nein.
Boah, Alter. Huh. Inventar ist übrigens voll, ne? Meins? Ja. Okay. Ich habe deinen Schleim, deinen explosiven Schleim habe ich gerade hinter dir aufgeräumt. Sehr gut. Und den Kopf, den du liegen gelassen hast, auch. Sehr gut. Aber mit dem Luftding, das ist hier schon mal gar nicht so schlecht, dann kommt man mich zumindest schon mal ein bisschen weiter runter. Oh, hier ist auch Also so hier unten viel. sind Erze und so, aber da kommt man beim besten Willen halt nicht wirklich dran mit den aktuellen Ausrüstungen, die wir haben. Ohne zu ersaufen. Oh ja, ich gehe schon wieder rauf. Scheiße. Oh. Ja, jetzt kannst du mich gleich vom Boden aufsammeln. Das war schon eine smoothe Bewegung, muss ich zugeben. Alter, ich habe Also noch dieses. so ganz minimales rotes Dings so. Aber ich habe kein Essen Das ist mehr. super. Du hast kein Essen mehr. Nee. Muss es eher mal wieder hoch. Mal ganz kurz warten, bis mein Zeug nicht mehr blubbert. So, jetzt. Oh, da kommt noch ein Kugelfisch. Scheiße. So, wie viel Schleim hast du jetzt noch? Ich habe jetzt drei, das heißt, wir könnten im Optimalfall, wenn wir Glück haben, das Forschen, das Ding oben aktivieren und ein Ding craften. Okay, kannst du mal ganz kurz herkommen? Oh, jetzt habe ich einen dritten Kugelfischkopf. Yeah. So, dann sollten wir vielleicht jetzt erstmal wieder zurückgehen. Hast du noch Pfeile? Zwei, ja. Okay, ne, lass uns erstmal ganz kurz. Wo war jetzt unser los? Darum, Ja, ne? da war ich ja schon auf dem Weg hin. Wow. Kannst du einmal kurz mir noch hier hochhelfen? Da brauchst du nicht Was? hoch, du kannst das direkt von hier aus. Das letzte Mal bist du auch nur hochgekommen, weil ich mich davor gekniet habe, glaube ich. Echt nicht, auch nicht. Ja, bist wieder auf mich gesprungen. Danke. Dann haben wir wenigstens das Schmutzding jetzt mit dem Schmutz zu erforschen. Bist du weitergelaufen oder wo bist du jetzt? Ich schwimme hier um, ich hole gerade nochmal. So, das Holz, was hier umliegt. Ich bin jetzt gerade erstmal auf dem Weg schnell zum Fluss. Weil, wie gesagt, Essen ist gerade schon wieder leer. Jetzt komme ich nicht mal mit dem Fluss an, weil ich kein Essen mehr habe. Freut mich, sehr toll. Ja. Ja, ich bin nicht tot. Interessanter Wartschildgang. Hallo, Mr. Hi, wir sind doch schon wieder da. Sagen, es ist sehr interessant, wie wir weggedrückt werden oder uns wegdrücken vom Ankerplatz, wenn unser Anker so liegt, wie er liegt. Muss in meinem Haus lernen, wieder mal. Wo war Erze? Erz war unter der Treppe. Ne? Da nochmal und das nochmal und das nochmal und hier ein paar Schrauben und so eine Scharniere. Ich pack da mal die ganz kurz die Pfeile mit rein. Den
Bogen. Ich glaube, langsam es hagelt hier. So, also wir können Brauchen wir jetzt den Wiesen Vogelkopf? bauen. Nö, ne? Ich denke nicht. Die brauchen wir genauso wenig wie die Haiköpfe, aber solche Sachen bekommt man eventuell halt öfter. So, und wir haben jetzt theoretisch gesehen den Netzkanister. Der kostet ein Pulver, vier Steine, vier Seile. Also könnten wir theoretisch gesehen sogar ein, zwei Tiere fangen später. Okay, aber in der nächsten Folge, wenn du das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.